kannst du Ski brauchen? Und man hat ja alles brauchen können, was ohne Bezugsschein ging. Sag ich, selbstverständlich, ja. Du musst aber bis 12 Uhr müssen die Ski abgeholt sein. Sag ich, ja, ich hab vielleicht einen Bekannten, der einen Kombi hat. Ja, ein Kombi. Das sind 3000 Paar Ski. Das war natürlich eine Menge Sachen. Aber geschaut, der Reichsloto hat mir dann einen Lastzug zur Verfügung gestellt. Die Ski waren eingelagert im Schloss oben. Und die haben wir dann beim Reichsloto gelagert. Und das keine Stadt wie jede andere. Dann kam der Teichelnickel, der war damals dann Bürgermeister, aber das ist später geworden, und hat gesagt, wir müssen unbedingt schauen, dass ein paar Dachauer in den Stadtrat reinkommen. Die meisten waren einmal bei der Partei, und wenn sie auch bloß Mitläufer waren, aber können nicht kandidieren. Dann war der Teichelnickel bei mir da, der ehemalige Kreishandwerksmeister. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe aber von der Politik keine Ahnung. Ja, das lernst du schon, das kriegst du dann schon. Und dann habe ich gesagt, wer macht denn da noch mit? Dann hat er gesagt, der Dr. Hauser, der hat auch schon zugesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn der Dr. Hauser mitmacht, dann mache ich auch mit, wir sind befreundet. Und beim Hauser draus, der hat auch nicht recht gezogen, da hat er gesagt, der Hellmeier hat auch zugesagt, wenn du mitmachst. Also dann waren wir die Ersten, die mitgemacht haben. Dann kam die erste Stadtratsliste, die Wahl war am 26. Januar. 46 die erste Stadtratswahl. Wir haben im Stadtrat immer einen Beobachter der Militärregierung gehabt. Der Beobachter hat uns aber praktisch, man hat sich schnell dran gewöhnt, der hat uns gar nicht gestört. Aber wir haben uns untereinander verständigt. Vor allem, sagen wir, ich bin der Sprecher von der CSU gewesen. Bei der SPD war es der Ernst Natz und dann der Scherer-Schorsch. Für seine Gruppe nicht. Wir haben uns so verständigt, dass man, sagen wir, grobe Sachen einfach vermieden haben, sodass die Militärregierung bzw. der Beobachter einen möglichst geschlossenen Eindruck von uns bekommen musste. Zunächst waren wir froh, dass der Krieg aus war. Wie er aus war, das hat uns eigentlich gar nicht so berührt. So, wir haben ja gewusst, es ist alles kaputt. Es ist nichts da. Wir müssen arbeiten. Ich bin also aus Gefangenschaft im Herbst heimgekommen, habe noch 2 Wochen meine Arbeit aufgenommen und unter den damaligen Umständen nach München gefahren, mit den zugewogenen Fenstern, in den Güterwegen, mit Bänken drin gestanden. Das war eigentlich so der Beginn. Ich bin jetzt seit 37 Jahren in der Kommunalpolitik. Bin ja 48 erst heimgekommen, wie ich schon erwähnt habe vorhin im Gespräch. Und habe mich dann erst 49 zur SPD bekannt, weil wie ich von der Gefangenschaft gekommen bin, habe ich gesagt, nein, von der Politik will ich nichts mehr wissen. Ich habe mich 49 bekannt und bin dann bereits 1955 im Januar schon zum Vorsitz gewählt worden. Nicht? Also, und seitdem bin ich Vorsitzender hier in Dachau. Der demokratische Neubeginn in Dachau ist mehr als schwierig. 1945. Dr. Josef Schwalber, der spätere CSU-Landrat und bayerische Kultusminister, stellt am 2. September bei der Militärregierung den Antrag auf Wiederzulassung der Bayerischen Volkspartei, BVP, abgelehnt. Zur Vorbereitung auf die erste freie Kommunalwahl wird stattdessen ein Bayerischer Volksbund gegründet. Das Wahlprogramm. Aufbau einer Staats- und Gesellschaftsordnung aus den Kräften des Christentums. Schaffung eines kraftvollen bayerischen Staates. Hilfe den wirtschaftlich Schwachen. Gleichberechtigung aller vor dem Gesetz, ohne Unterschied von Stand und Besitz. Geordnete städtische Finanzen. Förderung von Wohnungsbau, Handwerk, Handel, Arbeitsplätzen und, nicht zuletzt, kultureller Aufgaben. In Dachau sind also wichtige Programmpunkte der CSU schon ausformuliert, ehe die Partei auf Landesebene überhaupt existiert. Denke ich an Deutschland in der Nacht, so schrieb der an seinem Vaterland leidende Dichter Heinrich Heine, so bin ich um den Schlaf gebracht. Gut 150 Jahre, nachdem dieser Vers entstanden ist, gibt es eine Stadt vor den Toren Münchens, in der Heines Seufzer noch immer von beklemmender Aktualität ist. Die Stadt, von der die Rede ist, heißt Dachau, und dieser Name erweckt bei kaum einem Zeitgenossen freundliche Assoziationen.
Im Gegenteil. Viele wollen nicht wissen, dass Dachau mehr war und ist als der Ort des ersten deutschen Konzentrationslagers. Über 100 Konzentrationslager gab es vor 1945. 1 Million Menschen pro Jahr besuchen die Gedenkstätte Dachau. Aber auf Dachau scheint die geschichtliche Verantwortung, die Bürde der Vergangenheitsbewältigung, in besonderem Maße zu lasten. Man ist versucht, vorwurfsvoll von Verdrängung der eigenen Geschichte zu sprechen. Nur, wenn es eine Unfähigkeit zu trauern gibt, so gibt es auch eine Unfähigkeit, über Jahrzehnte in Sack und Asche zu gehen. Die Nachbarschaft des ehemaligen Konzentrationslagers hat sich in der ersten Zeit nach dem Krieg geradezu verheerend für die Dachauer ausgewirkt. Sie wurden in den ersten 10, 15 Jahren nach dem Krieg im Ausland, aber auch in Deutschland direkt haftbar gemacht, direkt angegriffen, ihre Autos wurden zerkratzt. Diese Zeit ist völlig vorbei. Aber es ist uns enges geblieben, wenn man als Dachauer außerhalb Dachaus auftritt, auch in Deutschland, auch in der nächsten Nähe Dachaus, dann erntet man mindestens ein mitleidsvolles Lächeln und lustige oder auch deftige Bemerkungen. Und wenn ein einfacher Dachauer das 10-mal erlebt hat, dann wird er natürlich unruhig und ärgert sich darüber. Ich glaube, damit muss sich ein Dachauer leider abfinden. Im Winter 85 führte mich der inzwischen verstorbene Georg Scherer durchs KZ. Jener Scherer, der den TSV-Vorstand Adi Hellmeier nach dem Krieg mit 3000 Paar Wehrmachtsski unterstützte. Er war Häftling, Kommunist, später Stadtrat, Millionär, Mäzen. Er erzählte von seiner Haftzeit. Hass und Rachegefühle kenne ich nicht, wenn ich zurückdenke an meine Lagerzeit. Dass wir eigentlich, und das ist ja ein ganz kleines Häuflein gewesen, dass wir eigentlich das Lager überstanden haben, liegt ja nur daran, wenn sie einen Glauben daran haben, dass es anders wird. Sonst verzweifeln sie oder verhungern, Herr Rinner. Das war dann 1936, da gab es selbstverständlich keinen Feiertag, keinen Samstag, keinen Sonntag. Wir mussten durcharbeiten, bis das ganze Lager fertig war. Da gab es dann folgende Geschichte, dass das war ja eigentlich alles noch Wald. Und da hat man dann die Häftlinge auf den Baum raufsteigen lassen, bis zum Gipfel, und da hat es umgesägt. Dann haben sie mir schon einen Vogel kommt geflogen. Das eines Tages ist einer flüchten gegangen, das erste, er ist mit dem Außenkommando nicht mehr eingerückt. Außenkommando heißt, die Häftlinge haben außerhalb des Lagers arbeiten. Die haben alle fast draußen gemacht. Die haben alle im Außenlager nicht mehr eingerückt, dann hat es um 5 Uhr geheißen, um 6 Uhr noch ein Zellerbell antreten, das haben alle angetreten an den großen Appellplatz, das war das neue Lager schon, das dürfte 38 gewesen sein. Und dann sind wir gestanden, bei 17 Grad Kälten, sind wir gestanden die ganze Nacht, bis nächsten Tag abends fast, mit Ausnahme von die, wo ausrücken haben müssen. Da sind ungefähr 26 am Appellplatz erfroren, also die dann weggetragen haben, dann im Revier dann gestorben sind. Und, spüren Sie das noch an Ihren Händen? Ja, ich habe die ganze Hand erfroren. Die rechte, ganz schön, die Fingernägel. Während die linke noch gesund ist, weil wir sind ja so da gestanden. So. Und da ist der Wind. Wir haben ja keine Mütze auf, haben dürfen gar nichts. Und mussten so weit auseinanderdrehen, also einen Meter auseinander. Und wenn die SS wieder draußen war, sind wir wieder zusammengerückt wie die Schafe. Das ist wieder Wappenhandel. Wie haben Sie das empfunden, die Wiedereingliederung ins normale Leben, ins bürgerliche Leben? Das heißt, die Wiedereingliederung war für uns überhaupt nicht schwierig. Für uns war es, und nicht nur für uns, sondern für alle Deutschen war es eine Befreiung aus dem Joch. Denn es ist eigentlich dann nur mehr ums Überleben gegangen. Keine Chance, diese Reste des Kollektivschulddenkens von Dachau wegzubringen? Ja, da sehe ich die allergrößten Schwierigkeiten. Man hat den Eindruck, dass die Besucher und auch die sonstigen, die Dachau in diesem Sinne erwähnen, glauben, ihre Schuld auf andere abladen zu können. Man hat den Eindruck. Und wenn man praktische Erfahrungen sammelt, dann sieht man, dass die nicht in Dachau Wohnenden glauben, sie hätten mit dem Problem nichts zu tun. Und so trifft die Dachau eine Sonderschuld, die sie in keiner Weise zu tragen haben. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ja etwa 80% der heute hier lebenden Dachauer seinerzeit überhaupt nicht in Dachau waren. Ich meine nicht nur die Vertriebenen, ich meine auch die nach dem Krieg erst Geborenen und die nachher Zugezogenen. Dachau war keineswegs eine braune Hochburg. Bei der letzten halbwegs freien Reichstagswahl vom März 1933 stimmten weniger als 30% der Dachauer für die NSDAP.
aber über 44% der Wähler im Deutschen Reich. Sowohl die bürgerliche Bayerische Volkspartei als auch die Sozialdemokraten erhielten, trotz beginnender Verhaftungen und SA-Terrors, mehr Stimmen als die Nazis. Bernhard, ich habe ja als junger Mann diese Entnazifizierung miterlebt und war damals also im Grunde genommen schon schockiert, wie die Bürger hier untereinander umgegangen sind. Hier sind alte Rechnungen beglichen worden. Aber mit Abstand betrachtet, glaube ich, war dieser Selbstreinigungsprozess notwendig, weil ein neuer Anfang gesetzt wurde. Aber wie die erste Stadtratssitzung war und die erste Abstimmung, wo die Stadträte zum ersten Mal stimmen durften, war einer von uns noch nicht entnazifiziert, das war der Syrius Eberle. Und den wollten sie dann, der AfD-Ausschuss, nicht mitwählen. Und dann habe ich meine Jungfernrede im Stadtrat gehalten und habe gesagt, so geht's nicht, meine Herren. Obwohl da ungefähr 30 Kommunisten und auch ein paar Andersgläubige noch im Zuschauerraum waren, gesagt, sie hätten ja in der Spruchkammer ohne weitere Station so viele S-Leute vom Lager, auch einen Stadtratskandidaten Eberle, entnazifizieren können, weil man von vornherein wusste, er hat nur seinen Beitrag gezahlt und war nur Mitläufer. Da hat der Eberle dann mitgestimmt, das war gleich die erste Sitzung. Aber die haben sich dann ganz schön revanchiert. Seitzahl ist Keimer und wie alle heißen. Und ich hatte damals freiwillig Flüchtlinge aufgenommen, habe meinen zweiten Stock oben geräumt für Flüchtlinge. War ein ehemaliger Hauptmann aus der Zone drüben und die, eine Dachauer Haushälterin. Und dann kamen die, Seitzahl ist natürlich, an die Wohnung besichtet, jetzt sollte ich nochmal Flüchtlinge aufnehmen. Und dann habe ich gesagt, ja, Sie können jetzt schon meine Wohnung anschauen, vom Keller bis zum Speicher, aber ein Kommunist betritt mein Haus, meine Wohnung nicht. Der Seitzahlist war zwar mit seiner Frau und mit seiner Familie Kunde, der hat ein solches Gesicht gemacht, das war immerhin später der zweithöchste Mann von der Gewerkschaft in ganz Bayern. 1946, 27. Januar, erste Stadtratswahl nach dem Krieg. Wahlbeteiligung 95%. Der Bayerische Volksbund erringt 12 Sitze, die KPD 2 und die SPD 5. Dr. Schwalber wird hauptamtlicher erster Bürgermeister. Der zweite Bürgermeister, Georg Scherer, wird von Ludwig Ernst, SPD, abgelöst. Wenigstens die Hälfte der bürgerlichen Stadträte stimmen für den Ex-KZ-Häftling und Kommunisten Scherer. Auf Landesebene wird die CSU, wie andere politische Parteien, zur Vorbereitung einer verfassungsgebenden Versammlung zugelassen. Der Dachauer Bayerische Volksbund schließt sich nach heftigen Debatten der CSU an. Im Gasthaus Burgmeier zu Etzenhausen wird ein Ortsverband der CSU gegründet. Erster Vorsitzender ist Stadtrat Johann Teufelhardt. Die BVP-Stadträte bilden eine CSU-Fraktion, der außer Teufelhardt angehören. Nikolaus Deichel, Josef Walcher, Adolf Hellmeier, Silvester Steigenberger, Ludwig Bernhard, Richard Huber, Josef Meyerhanser, Georg Blümel, Dr. Karl Haser, Syrius Eberle und Franz Kölbel. Was waren denn damals die drängendsten, die drückendsten Probleme in der Stadt, in der Kommunalpolitik? Die Auflösung des Lagers, die Verhandlungen mit dem Bund, dann vor allen Dingen das Kraftwerk, wo uns eine schöne Tagesgeld ausgegangen ist, dann sind wir zum, die Sparkasse hätte es uns geben, aber nur unter, mit der Begründung, des, mit der Zusage des Präsidenten. Damals war der Geuer, war Regierungspräsident. Ne? Der hat dann Nein gesagt. Und dann haben wir gesagt, ob er uns einen Tipp geben kann. Dann hat er gesagt, ja, gehen Sie mal zu Baron Boveri. Die geben so Zwischenkredite. Hm? Das Braunschweig ist die Turbinenfirma. Jawohl. Hm? Und weißt du, wer da der erste Mann war, Bertolt? PG Nummer 1, Hermann Esser. Der hat sich doch vom Krieg mit Hitler noch verkracht, wegen dem Verhältnis, das er gehabt hat mit der Tochter vom Hofbräuhaus. Und so war er, hat er eine weiße Weste gehabt. Hm? PG Nummer 1.
Anfang der 50er Jahre haben wir das EW gebaut, herunten, da beim Familienbad. Das war eigentlich ein Riesenunterfangen. Wir sind der Meinung gewesen, das braucht man, um stromunabhängig zu werden, um so einen billigen Strom liefern zu können. Wir haben es am Anfang so viel Strom erzeugen können, dass wir ans Bayernwerk und ans Isar-Amper-Werk verkauft haben. Dann hat die Stadt meines Wissens damals ganz billige Grundstücke zur Verfügung gestellt. Das war Waldschweigstraße, da ein Heideweg rauf, Quadratmeter, glaube ich, um 50 Pfennig und sowas. Nicht? Und die haben dann in Eigenleistung diese Wohnungen gebaut. Nein, das waren rund 800 Mark. Ja. Ja, wenn es zurückdenken, 1935 hat der Grund, wo ich habe 700 Quadratmeter, 2500 Mark kostet. Also, aber kann man ja heute gar nicht mehr vergleichen damit. Aber die Stadt Dachau hat damals schon, ich glaube nach 48 war es, einen sehr billigen Grund zur Verfügung gestellt, eben, dass die, vor allen Dingen die Heimatvertriebenen, eben bauen können. Ne? Und dann haben wir ja, wie das war 61, glaube ich, wenn ich richtig liege, das Lager auflösen müssen vom Staatswegen her, und dann haben wir uns eben Gedanken gemacht, wie können wir das schaffen, dass wir die 2500 Leute unterbringen da. Nicht? Und ich kann mich da ganz gut erinnern an die Sitzung, da war ich ja bereits drin, wie sie aber hart diskutiert haben, Gares und Hase, nicht? Ja, was macht man denn, ich weiß nicht, von wem der Vorschlag gekommen ist, macht man selber, bauen wir selber oder vergeben wir es anderen Bauträgern, und da hat er gesagt, ja, hat er gesagt, der Hase Karl, das macht man gleich selber. Dann ist der Hase aus dem Diskurs raus, ist der Antrag vom Hase gekommen, und der wurde einstimmig so beschlossen, dann haben wir einen Bauträger gegründet. Und ich möchte sagen, das war sehr segensreich, dass wir das gemacht haben, Schuck, nicht? War sehr segensreich. Damals war der Beck erster Bürgermeister. Nicht? Aber wir hätten auch gegründet, wenn ein anderer Bürgermeister da gewesen wäre. Nicht? Am Anfang haben wir, um die Wohnungsnot zu bannen, haben wir Grundstücke zu günstigen Preisen an Bauträger. Kurz Ulrich, nicht? Also ich weiß nicht, wie der Bauträger geheißen hat, verkauft. Die haben dann ein paar Spenden gemacht, die an sich, sagen wir, sich groß dargestellt haben, 60.000, 70.000 Mark für Kindergarten oder was, war aber nur ein kleiner Teil von dem Gewinn, den sie gemacht haben. Und da ist mir persönlich dann, zugute gekommen, dass ich den größten Bauträger, bayerischen Bauträger, war die Bayerische Gemeinnützige Wohnungsbau AG, den habe ich vertreten, in verschiedenen Abwicklungen, anwaltschaftlich. Und dann habe ich mal so durch, ist mir so rausgerutscht, dass wir halt da einen Bauträgerkontakt haben. Und bei der Gelegenheit ist mir ein Licht aufgegangen, dass ja wir selber einen Bauträger schaffen müssen. Und dass wir das selber alles bauen könnten. Und dass wir eine Substanz uns schaffen könnten, die wir möglicherweise in Notzeiten, wenn wir in finanziellen Schwierigkeiten sind, sogar versilbern müssten dann. Und das habe ich dann niedergelegt in einem Exposé und habe es allen Parteien zugeleitet. Das aber, hat aber am Anfang dann nicht gleich Anklang gefunden, Herr Nachlässig realisieren, und so kam es zur Gründung des Bauträgers, und ich bin heute der Meinung, dass dies ein ganz entscheidender Gesichtspunkt in der Wohnungspolitik der Stadt Dachau war, den auch der OB bestens und geschicktest ausgeschöpft hat, sodass über den Bauträger, was die Wohnungen in Dachau anbelangt, viel Positives und Gutes in den Folgejahren geleistet wurde. Und das war damals bei uns in der Fraktion sehr, sehr schwierig. Der Motor war natürlich der Dr. Karl Hauser und meine Wenigkeit und die älteren Stadtler, die haben alle gesagt, ja, Wohnungsbau, das ist keine Pflichtaufgabe der Gemeinde, wir hätten noch Wichtigeres tun. Wir haben zum Beispiel noch keine weiterführenden Schulen, kein Gymnasium, keine Realschule und so weiter. Und es war sehr schwer, das durchzubringen. Auf der linken Seite hat der Gareis und der Schmidrude fest mitgemischt, während der Bürgermeister bloß das getan hat, dann, was die anderen vorbereitet hatten. Und da habe ich in einer Versammlung gesagt,
wenn wir jetzt diese Baugesellschaft gründen und den Wohnungsbau so forcieren und fördern, kann man vorstellen, wenn wir im Jahr 50 Wohneinheiten bauen, dann haben wir nach 20 Jahren 1000 Wohneinheiten. Dann habe ich gesagt, der spinnt ja. Und nach 20 Jahren haben wir wirklich 1024 Wohnungen gehabt im Besitz der Stadt. Wie wir die ersten Eigentumswohnungen verkauft haben, das dürfte Sie sicher alle auch interessieren, die kosteten damals auf dem freien Markt zwischen 1350 und 1400 Mark. Und wir als Bauträger haben es verkauft um 940 Mark, den Quadratmeter Wohnraum. Das war natürlich für jeden ein Geschenk, der das gekriegt hat, aber war natürlich ein riesen Andrang. Und man konnte nur einen Teil der Leute da befriedigen mit Wohnungen, weil wir ja nicht so viel gehabt haben. Aber es war interessant, die Relation 940 Mark zu 1350, wobei man sagen muss, bei den städtischen Wohnungen war natürlich Erbbaurecht 99 Jahre, aber 99 Jahre, das sind drei Generationen, da kann man sagen, das ist keine Belastung und der Erbbauzins war ja minimal. Also die Leute, die damals eine Wohnung gekriegt haben, auch in späteren Jahren, die sind alle sicher heute noch der Stadt dankbar für den Preis, wie sie es kaufen haben können. 1953. Dr. Karl Haser wird CSU-Ortsvorsitzender. Ihm folgt von 1956 bis 1960 Kurt Frank nach. 1960 beginnt die Amtszeit von Josef Lerchenberger. Lerchenberger war 1948 bis 1952 Stadtrat. Er gehört mehrere Legislaturperioden dem Kreistag an, wird Fraktionsvorsitzender, Vorsitzender des CSU-Kreisverbandes und schließlich Ehrenvorsitzender der CSU im Dachauer Land. Das Dachauer Volksfest ist die wohl größte Attraktion für Besucher in weitem Umkreis. Ein konkurrenzlos niedriger, wahrhaft volkstümlicher Bierpreis wird seit Jahrzehnten vom Stadtrat garantiert. Die Aussicht vom Riesenrad zeigt eine Stadt, in der Tradition und Fortschritt eine harmonische Verbindung eingegangen sind. Die Altstadt ist liebevoll restauriert und renoviert. Neue Elemente wie am Rathaus fügen sich nahtlos in ein gewachsenes Ensemble. Verträumte Winkel der Altstadt faszinierten so unterschiedliche Maler wie Karl Spitzweg, Lovis Corinth, Max Liebermann oder Max Levo. Wilhelm Leibl fand im Dachauer Land Frauengestalten, die zum eindrucksvollsten gehören, was bildende Kunst an Menschengestaltung in Deutschland hervorgebracht hat. Das altbayerische Dachau war ein Anziehungspunkt für Maler, wie sonst in Deutschland nur noch das legendäre norddeutsche Künstlerdorf Worpswede. Der städtische Koch wird anwesend, beim Bibi, um dessen listigen Humor sich ebenso viele Anekdoten ranken, wie seine Bratenportionen legendär sind. Die obere Stadt, die gute Stube Dachaus. Vom Kriege verschont, vom Stadtrat nicht. So sarkastisch wird andernorts über Architektur der Wirtschaftswunderzeit geklagt. Die Dachauer Stadtväter haben, Gottlob, gröbere Bausünden erfolgreich abgewehrt. Das Ludwig-Thoma-Haus, städtisches Zentrum für Vereine, Kultur und Geselligkeit. Und nebenan, im Haus des Stadtrates und Kulturreferenten Heinz Raufer, hat einst Ludwig-Thoma gelebt und seine Anwaltspraxis betrieben, ehe er zum bedeutendsten bayerischen Dichter der Neuzeit avancierte. Ein Menschenalter später zog wieder ein junger Jurist in Thomas ehemalige Kanzlei. Dr. Hans Hartl, der seine politische Arbeit bei der CSU begann, eine eigene Partei gründete, als Unternehmer erfolgreich ist und schließlich im Streit lag und liegt mit den Spitzen seiner jetzigen Partei, der SPD. Eine politische Berg- und Talfahrt, zweifellos. Aber im Dachauer Stadtrat gehört Hartl mittlerweile zur parteiübergreifenden großen Koalition der Vernunft. Ja, ich erinnere mich noch gut, als ich angefangen habe im Stadtrat, das war 78. Ich war damals auf der letzten Bank als einzelner CBU-Stadtratsmitglied. Es wurde damals viel mehr gefeitet. Es wurde Schlagabtausch gemacht, wenn ich mich also daran erinnere, was der Spreitler, der, glaube ich, war vor dieser Zeit SPD-Fraktionsvorsitzender, was der für Kanonaden abgefahren hat, aber auch dann Bernd Sondermann. Später dann auch ich. Aber es hat sich mittlerweile ein Konsens zwischen den großen Parteien herausgebildet, wo man versucht, das Machbare möglichst schnell und reibungslos zu realisieren. Jetzt ist es so, dass wir einige einzelne Stadträte haben, ich glaube es sind sieben, die am lautesten schreien, am wenigsten bewegen.
Und ich muss sagen, dass ich eigentlich sehr froh bin, dass es gelungen ist, die vernünftigen Kräfte in der Stadt Dachau zu bündeln und etwas Vernünftiges zu machen. Ja, es ist auch feststellbar, dass die am lautesten von Demokratie schreien, wie halt üblich heute, aber die demokratischen Spielregeln selber am wenigsten eigentlich beachten. So das kann man feststellen. Sie können auf Dauer auch nicht sagen, dass es Unerfahrenheit ist, weil mittlerweile nach 3 Jahren müsste man die Spielregeln schon ein bisschen beherrschen. Aber da wird ja eigentlich nicht argumentiert, sondern größtenteils diffamiert. Und das ist eigentlich, was auch nach außen so schlecht wirkt. Diese Diffamierung der Einzelnen. Die tragenden Persönlichkeiten im Dachauer Stadtrat, glaube ich, haben einen Konsens gefunden zum Wohle eigentlich dieser Stadt, dass vernünftige Politik gemacht wird und die einzelnen Mitglieder im Stadtrat, die sich für so bedeutend halten, haben im Prinzip und so laut sind, vielleicht weißt du, wen ich meine, haben im Prinzip keinen politischen Einfluss. Ihre Redebeiträge sind überproportional zu ihrer politischen Bedeutung. Man kann ja auch feststellen, dass die Politik oder das Gestalten der Politik ungeheuer kompliziert geworden ist. Und da bringen einfach diese großen Parteien einen ungeheuren Erfahrungsschatz in ihren langjährigen Stadträten mit. Und das ist eigentlich durch forsches Auftreten nicht zu ersetzen. Nach wie vor zählt eigentlich in der Kommunalpolitik auch die Sachpolitik. Und da sind die großen Parteien von Erfahrungsschatz her weit, weit voraus. Kann man so sagen. So, wirklich wahr. Da muss man die Stadtratsjahre der beiden großen Fraktionen zusammenzählen. Da kommen ja einige hundert Jahre raus. Und die sind eigentlich durch nichts zu ersetzen. Auch nicht durch falsches Auftreten. 1968. Georg Engelhardt wird zum CSU-Ortsvorsitzenden gewählt. Er sollte diese ehrenamtliche Arbeit 25 lange Jahre leisten, ein Jahr länger als seine 4 Vorgänger zusammen. In seine Amtszeit fällt der Umbau der CSU vom bürgerlichen Wahlverein zur schlagkräftigen Volkspartei. In der Ära Engelhardt schafft es der Ortsverband Dachau, seine Mitgliederzahl fast zu vervierfachen. Kommunalpolitische Ernte, jahrelanger, harter, sachorientierter Arbeit, im Stadtrat Umkehr der Mehrheitsverhältnisse. Zwischen 1966 und 1984 wird die CSU mit Wahlergebnissen von teilweise weit über 60% stärkste Fraktion vor der SPD. Das über 1200 Jahre alte Dachau ist seit jeher ein Ort der Kultur mit ganz eigenem Reiz, der Generationen von Künstlern in seinen Bann gezogen hat. Dachau und den Dachauern ist es gelungen, historisch gewachsene Identität weitgehend zu erhalten. Für die nächste, nicht nur für die eigene Generation, muss Politik sorgen, wenn sie nicht kurzatmig auf die nächsten Wahlergebnisse schielt, sondern langfristig erfolgreich und ehrlich bleiben will. In einer überschaubaren Gemeinschaft, in einer Stadt wie Dachau, kann der Bürger und Wähler noch zu Fuß die Ergebnisse politischer Arbeit abschreiten, kann den Unterschied zwischen versprochen und gehalten in Augenschein nehmen. Hofgarten des Dachauer Schlosses im Wandel der Jahreszeiten und der Zeiten. Aus dem Park der Wittelsbacher ist ein Ort für alle geworden, für Bürger und Gäste gewissermaßen eine demokratisierte, ehemals feudale Parkanlage. Dachauer Impressionen. Am Ostende des grünen Tunnels ein Pavillon, in dem Theodor Heuss, der erste Präsident der Bundesrepublik, einst an seiner Doktorarbeit schrieb. Das prächtige Renaissance-Schloss ließ der Wittelsbacher Herzog Albrecht im 16. Jahrhundert errichten. Später wurden französischer und englischer Garten angelegt. Die Siedlungsgeschichte des Dachauer Landes ist jedoch viel älter. Schon aus der jüngeren Steinzeit und der Bronzezeit datieren Funde von Werkzeugen und Waffen.
Ab 600 vor Christus siedelten in unserem Raum Kelten. Seine eigentliche, noch heute erkennbare Prägung hat Dachau als altbayerische Kleinstadt, als Marktflecken in einem Gebiet erhalten, von dem Ludwig Thoma nicht ohne Ironie geschrieben hat, hier habe sich der Stamm der Bayern am reinsten erhalten. Die Gegenwart Dachaus ist gekennzeichnet durch eine maßvolle Entwicklung. So sind in Dachau selbst und in den eingemeindeten Randgebieten Landschaft und Naturschönheiten bewahrt worden, die in weiten Teilen der Wirtschaftswunderrepublik Deutschland bedenkenlos dem vermeintlichen Fortschritt geopfert wurden. Und das ist nicht etwa ein dörfliches Postkartenidyll, sondern das älteste Bauwerk der Stadt Dachau, St. Stephan in Steinkirchen. Sommer 1993, Rückblick auf 50 Jahre politischer Arbeit, ehrenamtlich. Ja, vor allen Dingen der Heimatgedanke halt. Im Interesse der Heimat zu arbeiten. Und sich öffentlich zu zeigen, zu bekennen. Du hast ja immer die sogenannte große politische Karriere abgelehnt, auch wenn sie dir angeboten worden ist. Ich wollte ja nur eine CSU, die zusammenhält. Und eine CSU mit der Organisation. Mehr wollte ich ja gar nicht schauen. Ich habe ja meinen Einzelhandel da gehabt, ich habe mein Geschäft gehabt, ich habe dann meine Tätigkeit im Vorstand von Bayerdetect gemacht und habe dann meinen Aufsichtsrat, stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden in Frankfurt gehabt. Ich war ja restlos ausgelastet. Gab es nicht auch Enttäuschungen für den verstorbenen Ehrenvorsitzenden der CSU? Ja, an und für sich ist ja bei uns alles gut gelaufen, aber was waren die Enttäuschungen da? Ja, da weiß ich eigentlich. Ja, manche persönliche Enttäuschung hat es halt gegeben, nicht? Aber das geht ja jetzt nicht daher. Gut, dann machen wir es andersrum. Es gibt natürlich auch viele schöne Erinnerungen, viele Dinge, die Freude bedeutet haben, die Erfolg waren. Ja. Was waren denn die größten Erfolge? Ja, die waren halt wieder gut abgeschnitten haben. Bei den Wahlergebnissen. Wir haben ja in Dachau schon mal, glaube ich, 62 hast du gebracht. In den 70er Jahren. Oder 60er oder 62. 60er Jahre waren die erfolgreichsten. Da waren die erfolgreichsten, ja. Da, wo wir halt in Bonn in Opposition waren. Ja, aber auch 84 noch. 84, ja. Ja, das war ja. Was hat sich denn eigentlich gesellschaftlich in der Stadt geändert? Weil bloß durch ein, zwei Wahlkämpfe geschieht ja das normalerweise nicht, dass sich Mehrheiten glatt ins Gegenteil verkehren. Welche Art von Arbeit, welche Art von Gesprächen mit Bürger war denn dazu notwendig? Ja, die Leute haben vor allen Dingen gemerkt, dass wir CSU haben. Und die Leute, die wir da alle geholt haben, die Jungen, da habt ihr ja selber dazu gehört, die haben das gebracht, was man sich erwartet hat, mit wenigen Ausnahmen. Das lag auch sicher am personellen Angebot, das die CSU gehabt hat. Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Nicht? Und dann kam dazu, wir haben ja natürlich so Schwerpunktveranstaltungen dann damals gemacht, Indersdorf, dann die Stadt Dachau mit Volksfest. Und das Jahr über, es hat sich halt was gerührt. Und dann haben wir damals anständige Leute gehabt für den Bundestag der Jäger, für den Landtag der Herbert Huber. Und die sind vor allen Dingen auch rausgegangen, wenigstens was der Herbert Huber war. Die CSU war immer präsent. Damals ist ja alles, was an politischer Prominenz in Bayern gab, nach Dachau gekommen. Von der KPD der Richard Schieringer, von der SPD der Dr. Wilhelm Hügner, von der CSU, die später dann in Erscheinung drin ist, 46 dann bereits,
Dr. Josef Müller, vor allen Dingen aber auch der spätere Bayernparteiler Professor Dr. Josef Baumgartner. Der hat also die CSU damals sehr stark vertreten. Später auch der Dr. Alois Hundhammer von der Wirtschaftlichen Aufbauvereinigung, eine Luritz. Partei, der Alfred Luritz, bei dem ich an drei Veranstaltungen teilgenommen habe, weil mich der doch sehr, sehr interessiert hat, was da eigentlich so passiert, weil es eine Partei war, die außerhalb der anderen Gruppierungen so war. Ja, das waren so die wesentlichsten wichtigen Parteien. Und da habe ich mich umgehört und da habe ich mir Zeit gelassen. Ich bin zum Beispiel 1946 nicht zum Wählen gegangen, weil ich gesagt habe, ich kann noch keine Entscheidung finden. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, die Wahlen bloß auf Ja und Nein sagen beschränkt hat. Und wir haben immer gute Leute an der Spitze gehabt. Wir haben auch immer, wenn Versammlungen waren, immer gute Redner von auswärts her gehabt, wenn Volksfest war oder sonst was, ein überfülltes Zelt, solange es Franz Josef noch gegeben hat. Und da kann ich Ihnen ein paar Sachen erzählen, gerade mit Franz Josef. Ich war von 60 bis 66 zweiter Bürgermeister. Und da war mal Folgendes, da kam der Willy Brandt, dann hat der Böck natürlich empfangen mit Lorbeerbräunen vom Haus und Eintrag und Goldene Buch und so weiter. Und waren nicht besonders viele Leute da wieder. Aber dann kam der Franz Josef Strauß und dann hat der Böck wörtlich gesagt, das wisst schon in der Sitzung, so einen obdachelten Minister empfange ich nicht. Dann habe ich gesagt, Herr Bürgermeister, ich würde an Ihrer Stelle die Türe nicht zuschlagen, sondern nur anlehnen. Vielleicht brauchen Sie den Mann wieder mal. Der Strauß war damals als Verteidigungsminister und später dann Wirtschaftsminister mit dem Schiller und so weiter. Und dann kam darum, dann hat es geheißen, der Böck hat gesagt, den kann man nicht empfangen. Dann habe ich gesagt, den kann man schon empfangen, das mache ich, ich bin Ihr Vertreter und Sie machen es nicht, dann mache ich. Dann hat der Hartstein, kennst du das, gesagt, das kommt gar nicht in Frage, dass Sie den empfangen, das steht in keiner Satzung, dass das zulässig ist. Dann habe ich gesagt, das lassen Sie meine Meinung sein, wann, wo und wie ich den Strauß empfange. Wir haben dann in der Turnhalle drunten ein überfülltes Haus gehabt, wo ich ihn begrüßt habe im Auftrag der Stadt und danach Lorbeerbäume durchgewiesen. Und das ist alles so gemacht worden wie von Willy Brandt. Und der Höhepunkt meiner Laufbahn war dann, wie der Richard Jäger im Bundestagswahlkampf gemacht hat. Der war, ist auch 1913 geboren, genau wie ich, ist 14 Tage älter wie ich, der Richard Jäger. War als unser Abgeordneter ein sehr rühriger und verdienter Mann, der ja dann einmal Justizminister auch war und schon irgend fest mitgemischt hat. Von mehr wie der Götz von Löwenzell, der dann einmal von uns gewählt worden ist, durch die Brucker Mehrheit natürlich, muss ich dazu sagen. Und im Laufe dieses Wahlkampfs kam der damalige Wirtschaftsminister Erhard, spätere Bundeskanzler Erhard hier, den habe ich auch empfangen und habe gesagt, das kann man nicht machen. Sag ich, ja, das mache ich, da brauchst du nichts machen. Dann haben wir einen Erhard, die haben vor dem Rathaus begrüßt, da waren natürlich 10-mal so viele Leute wie beim Willy Brandt. Und das war also für mich mit schönster Erlebnis. Das war, glaube ich, 65 oder 64. Ja. Der Juncker war damals Innenminister, damals hat er sich um ins Buch eingetragen, habe das Bild noch, das habe ich jetzt nicht hergekriegt. Der Bachinger war Senator, der Juncker war Innenminister, ich war zweiter Bürgermeister und der Richard Jäger war da und der Erhard dann. Also das hat mich natürlich sehr gefreut, dass ich den empfangen durfte und begrüßen durfte damals vom Rathaus. Das waren so ein paar Höhepunkte. Ja, dann ging es immer weiter und wir haben halt dann eine gute, sehr gute Stadtpolitik gemacht, die ist vom Wähler auch anerkannt worden. Ach, der Kommunalpolitik ist reizvoll, wenn man was beschlossen hat, dann sieht man ja noch was. Wenn ich ein Schulhaus baue, dann sehe ich halt was. Dann sehe ich ein Schulhaus. Nicht? Oder wenn ich Straßen baue, dann sehe ich halt, dass wieder was geschaffen worden ist. Das ist das, was mich eigentlich so gereizt hat. Nicht? Und wenn man dann durch unsere Stadt geht, man sieht ja, was alles entstanden ist hier, da kann man sogar ein kleines bisschen stolz sein. Nicht? Unser Kameraspaziergang durch die große Kreisstadt Dachau führt an die Amper hinterm Familienbad, unterhalb des E-Werks. Auch hier stehen nach jahrzehntelangem Dauerbetrieb wieder Investitionen ins Haus. Die Hermann-Stockmann-Villa, eines der Häuser, in denen die Stadt zeitgenössischen Künstlern preisgünstige Ateliers zur Verfügung stellt. Öffentliches Mäzenatentum, keineswegs selbstverständlich. Das Haus von Professor Karl Thiemann, der die Kunst japanischer Farbholzschnitte für Europa entdeckte. Seine Witwe hat es der Stadt geschenkt. Das Ignaz-Zaschner-Gymnasium, nur ein Beispiel für die gewaltige Aufbauleistung einer Generation, die jetzt abtritt. 1945 gab es keine weiterführende Schule in Dachau. Heute sind es zwei Gymnasien und eine Realschule.
Übrigens erinnert auch das Gebäude der alten Moosschweige an die Künstlerkolonie Dachau. Heute ist der ehemalige Atelierbau in die Schulanlage integriert. Angewandter und mit Leben erfüllter Denkmalschutz. Dachau ist durch die Entwicklung seit 1945 mehr denn je Zentrum des ganzen Landkreises geworden, den es mit zahlreichen öffentlichen Einrichtungen mitversorgt. Alter Streit um Kreisfreiheit ist längst beigelegt. Straßen, Kanalisation, Kläranlagen. Dachau hat eine leistungsstarke Infrastruktur und ist dennoch eine Stadt im Grünen geblieben. 1993, Generationswechsel in der Dachauer CSU. Die deutsche Parteienlandschaft ist im Umbruch, Parteiverdrossenheit, Schlagwort des Jahres. Das wirkt sich auch auf Kommunalpolitik und politische Arbeit vor Ort aus. Peter Bürgel, mit 91% zum Nachfolger Georg Engelhardts gewählt, hat die Aufgabe, neue Mehrheiten für eine Politik der Vernunft, für bürgerfreundliche Lösungen zu finden. Ich bin sogar sehr zufrieden, was geschaffen worden ist, weil wir uns den Blick, glaube ich, für unsere Stadt nicht mehr objektiv vorstellen können, wenigstens der Großteil unserer Bevölkerung, wenn man dieses Klagen hört. Andererseits ist es immer wieder erfrischend und erfreulich, wenn die vielen auswärtigen Besuchen uns bestätigen, wie schön unsere Stadt eigentlich ist. Was ich als wichtigst ansehe, dass sich jeder Mensch, jeder junge Mensch, ob Mädchen oder Bursche, bemüht, einen Beruf zu lernen, in dem Beruf tüchtig zu sein, ganz gleich, ob als Geschäftsmann oder als Arbeiter oder als Beamter im öffentlichen Dienst, ganz gleich wo er steht, im Beruf tüchtig zu sein, nebenbei, sich parteipolitisch einmal umzusehen. Ich rate nicht, er soll automatisch zur CSU zu gehen, sondern er soll sich umsehen, wer seine Interessen, aber nicht nur seine Interessen, sondern die Interessen möglichst viele Bürger glaubhaft vertritt. Ja, ich befürchte, dass die Erbengeneration diese Opferbereitschaft, wie sie ganz selbstverständlich von der Aufbaugeneration verlangt worden ist und auch gebracht worden ist, heute nicht mehr aufzubringen ist. Die sind in einen Wohlstand hineingeboren worden, der solche Opferbereitschaft nicht mehr voraussetzt, sondern die sind, wie ich meine, mehr auf eine Freizeitgesellschaft orientiert. Der Kommunalpolitiker ist nach wie vor ein Ehrenamt und die Ehrenämter sind also sehr zeitaufwendig und verlangen eine große Opferbereitschaft. Weil Kommunalpolitiker ist zu 80% Arbeit und erst zu 20% Ehrenamt. Das persönliche Verhältnis zwischen den einzelnen Mitgliedern im Stadtrat, das war gut. Wir haben im Stadtrat oft sehr, sehr hart miteinander gefochten. Und da hat es auch natürlich in der Diskussion Entgleisungen gegeben, die dann, sagen wir, mit ganz mächtiger Stimme natürlich von der anderen Seite her wieder zu korrigieren versucht worden sind. Aber wir haben eigentlich dann, das hat sich von selber herausgebildet, das Gefühl gehabt, dass man sich hernach in irgendeiner Form nach der Stadtratssitzung treffen sollte. Damit, sagen wir, die Unebenheiten, die in der Sitzung waren, menschlich wieder korrigiert werden. Und das hat insofern dann eine ganz praktische Usance, es hat sich da eingespielt. Unser letzter Tagesordnungspunkt war, wo gehen wir hin? Und dann hat man sich verständigt, entweder Kreisi, Birgmann, dorthin, wo es halt ein gescheites und ein gutes Bier gegeben hat und wo man noch eine kleine Brotzeit hat machen können. Und da ist dann regelmäßig der Schafkopf gelaufen zwischen Schwarz und Rot. Nicht? Sag mal. Und die anderen haben da weiter diskutiert, das eine oder andere hat noch Echo gehabt, also da im Lokal. Und dann kam oft drüber, wie schaut es denn aus? Ja, die Schwarzen sind im Verlieren oder die Roten sind im Verlieren, so ist es nach hin und her gegangen. Das hat aber
das war nicht verächtlich, verstehen Sie? Sondern das hat uns eigentlich menschlich dann immer wieder so zusammengebracht, dass auch nach der hitzigsten Debatte, glaube ich, keine Verschnupften da waren. Menschlich waren wir uns so nahe. Ich glaube, wir haben uns alle miteinander geduzt. Und darauf sind auch oft dann, weil sich manches richtig machen ließ, die vielen einstimmigen Beschlüsse zurückzuführen, die es in den ersten Jahren nach dem Krieg gegeben hat. Thank you.